Willkommen zurück, eine neue Folge von Tiny Tactics. Wir haben uns in der letzten und ersten Folge das Grundspiel einfach mal angesehen und das Tutorial beendet. Und jetzt wollen wir direkt in das erste Spiel reingehen. Eine kleine ein kleiner Zusatz. Ich habe hier die Frostaura mir noch mit reingenommen, die eben die Gegner um 10% jetzt in der ersten Stufe verlangsamt, wenn wir diese Frostrune auf einen unserer Champions machen. Und wir gucken jetzt uns mal rein, wie wir mit diesem ersten Level zurechtkommen. Ich hatte jetzt schon zwei Versuche auf Nightmare, also auf Albtraum, und bin dann immer an einer Welle gescheitert, weil einfach der Schaden nicht ausgereicht hat. Das heißt, für das Video gehen wir jetzt einfach mal auf Hard. Ihr könnt auch auf Normal gehen und vielleicht können wir auf Hard diese Bonus-Stage noch mitnehmen und gucken, dass wir das Level überhaupt gewinnen. Wir haben hier 20 normale Wellen mit drei Büschen hier und dann gucken wir uns das Level da einfach mal an. Wir werden jetzt hier schon auf viele Einheiten von uns treffen, die wir bisher noch gar nicht kennen, und ich stelle euch dann mal meine Strategie vor, die für mich mit am sinnvollsten bisher funktioniert hat. Also die Gegner spawnen hier unten, hier oben ist unser Kristall. Ergo werden wir sie versuchen, hier so ein bisschen rumzuleiten. Unsere erste Gruppe besteht hier schon mal aus den Unholy Knight. Das ist schon mal sehr gut. Und noch ein Knight, den nehmen wir auch noch mit. Was haben wir hier noch? Assassin Scout. Razor Slayer ist nicht schlecht. Spectre Razor, der ist noch besser. Hier wäre noch ein nächster Knight. Knight Immortal. Knight haben wir jetzt schon zwei. Wir locken den mal. Okay. Also als Buff haben wir jetzt auf jeden Fall Knights. Jetzt schauen wir mal. Ich glaube, hier am Anfang macht es noch nicht großen Unterschied. Wir können die aber auch hier hinten schon mal positionieren. Da greifen sie auf jeden Fall mehr an. Okay, los geht's. So, die ersten 10 dürften noch kein Problem darstellen. Das haben sie auch auf Albtraumschwierigkeit nicht gemacht. Das Problem kam dann meistens so bei Welle 12 bis 15, wenn ich mich recht entsinne. Okay, wir kaufen den nächsten Knight, den wir noch haben wollen. Assassin Scout. Scout Sniper. Haben wir noch einen Assassin? Wir kaufen erstmal den Assassin Scout. Hier haben wir, jetzt wird's gut, den Assassin Scout wieder raus und die beiden. So, um euch das jetzt zu sagen, wie meine Strategie ist. Also, ich möchte gern den Unholy Buff haben. Der Unholy Buff wirkt folgendermaßen: immer wenn eins meiner Tower einen Schaden auf einen Gegner macht, deswegen setze ich den jetzt auch hier unten hin, wird eine Markierung, also wie eine Markierung auf den Gegner gesetzt, der 5 Sekunden oder die 5 Sekunden hält. Und sollte das Ziel innerhalb dieser 5 Sekunden sterben, wird ein AOE-Schaden ausgeführt, der in dem Fall jetzt 100 Schaden pro Markierung quasi applied und auch die anderen Ziele trifft. Und wenn die anderen Ziele dann auch sterben, geht das wie so eine Kettenreaktion nach hinten. Das ist das Gute am Unholy. Knight ist klar, hatten wir im Tutorial schon. Hier wollen wir a Bonus Stage 6 Knights bekommen. Ihr seht auch, wenn ihr auf die Symbole geht, wie viele Einheiten und Champions ihr da nehmen könnt. Und bei den Knights seht ihr, das sind ziemlich schwache mit dabei. Ne? Fast nur 1er und 2 3er, während hier bei Unholy 2er, 4er und so weiter dann kommt. Das ist das erste. Und das zweite sind die
sogenannten Bounty Hunter. Die Bounty Hunter sind eure Goldgrube. Wenn ihr hier zwei Einheiten habt, derzeit haben wir eine, aber wenn ihr dann zwei Einheiten mindestens habt und die machen Kills, diese Bounty Hunter, dann könnt ihr zusätzliches Gold verdienen. Wichtig ist, jeder dieser Buffs, die ihr hier seht, wirkt immer nur von den Personen, außer von den Champions aus, die dieser Gruppe angehören. Das heißt, nur diese Unholies können auch diese Markierung auslösen. Und wenn die Gegner durch die Markierung sterben, dann wird der Kill auch dem Unholy quasi zugesprochen. Wenn die Gegner aber durch was anderes sterben, dann eben dem anderen. Und die Bounty Hunter müssen halt zusehen, dass sie die Kills selber dann fabrizieren. Jetzt ist es noch nicht ganz so wichtig. Dann haben wir noch den Razor Buff. Der ist gut, weil der macht Bonusschaden, wenn die Gegner weniger Leben haben als hier in dem Fall jetzt 20%. Und da der hier so einen Razor Buff hat, wird er dann die Gegner auch killen. In den meisten Fällen. So. Dann haben wir das so hin und so. Und den schon mal so. Ich denke, wir haben jetzt, es ist denn die zweite Welle, das heißt, er dürfte noch ziemlich viel killen, ist jetzt auch schon wichtig, weil hier steht bei den Bounty Huntern jede 10 Kills. Wenn der jetzt schon Kills sammelt, bevor ich den zweiten Bounty Hunter bekomme und er vielleicht schon 9 oder 10 Stück hat und bekommt dann einen 11. zum Beispiel, ne? Dann werden die vorherigen 10 schon gezählt und ich kriege ein zusätzliches Gold. Deswegen macht es Sinn, ihn zu versuchen, weiter vorn hinzugeben, dass er hier jetzt Kills sammelt. Ja? Der kriegt natürlich durch dieses Mark mehr Kills, aber er sammelt halt jetzt auch schon mal. 5 Stück hat er schon gesammelt, das ist doch schon mal gut. Wir wollen mehr Krieger. Hier noch eine Möglichkeit, Krieger irgendwie herzubekommen. Sieht erstmal nicht danach aus. Die Statue, die wirkt um uns herum und gibt uns Angriffsgeschwindigkeit. Könnte man später nochmal benutzen. Jetzt erstmal uninteressant. Da wir jetzt keine weiteren Krieger gefunden haben, würde ich sagen, wir holen uns hier noch einen Scout erstmal, den wir mit einsetzen können, um den Weg zu verlängern. Und das restliche Gold heben wir uns erstmal auf. Wir sind stark genug für die ersten Wellen, um die so zu besiegen. So. Er ist jetzt bei 8 Kills. 9. 10. Hier machen wir ein bisschen zu langsam. 11, 12, 12 Kills, das ist schon mal gut. So, und jetzt kommt eine wichtige Änderung im Vergleich zum Tutorial. Wir haben jetzt hier einen Bierkrug und können die Taverne, die wir freigeschalten haben über die Kristalle, jetzt aktivieren. Und da können wir uns eine Klasse raussuchen und in der Taverne werden dann nur Champions erscheinen, die dieser Klasse angehören. Und wir wollen natürlich diesen Bounty Hunter Buff jetzt haben und bekommen direkt den stärksten Bounty Hunter im Sinne von den Münzen. Das ist der Apovis, das ist direkt ein 4-Sterne-Monster mit einer riesigen Reichweite, wie ihr es hier seht. Und der hat sehr viel Angriffskraft und sperrt dann Gegner in eine Kiste ein, sobald sie unter 20% Hitpoints haben. Und die sind dann instant tot, egal ob das Bossgegner oder sonstige Gegner sind. Ziemlich mächtig. Ja, hier holen wir uns noch einen weiteren Scout. Und ich denke, wir können uns in der nächsten Runde auch die Zunade noch holen. Die ist auch ziemlich stark. Den Scout hauen wir hier hin. Dann gehen die Gegner schon mal ganz gut hier rum. Zwei Bounty Hunter. Mal gucken, wenn er jetzt noch einen Kill holt, müsste da eine Münze eigentlich über ihm erscheinen. Er hat ja noch keine Kills. Wir schauen mal, wie das funktioniert. So.
13. Naja, jetzt hat er die Münze bekommen. Es hat ein bisschen gedauert, aber er hat sie gekriegt für den 13. Kill, den er gemacht hat. Also 10 wurden schon gezählt. Und der Apophis hat jetzt hier auch 4 Kills. Jetzt hat er einen eingesperrt, das war sein 5. und 6 Kills hat er insgesamt. Ihr seht, die beiden zählen nicht zusammen, sonst hätten wir jetzt noch eine Münze, ne, weil wir 20 haben, sondern es zählt jeder Bounty Hunter für sich. Okay, damit haben wir ein Gold mehr und haben jetzt anstatt 3, 4 Gold bekommen. Wir können uns die Zunade leisten, die ist ziemlich gut. Gerade für einen Anfang, später kann man die dann mal wieder austauschen. Hier wäre noch ein Krieger, den wir hier noch mit hernehmen. Ich werde auch nicht in den ersten Videos alle erklären, sondern wir werden dann verschiedene Champions uns Stück für Stück herholen und die werden dann natürlich erklärt werden in den einzelnen Folgen. So, den hauen wir hier hinten hin, weil die Zunade soll hier mit hin. Die Zunade hat erstmal Charged. Charged macht eine Markierung wieder auf einen Target, ähnlich wie das Unholy. Nur, dass die Markierung schon ausgelöst wird, wenn, wenn das gleiche Ziel nochmal Schaden bekommt. Aber das wird nur auf ein Ziel dann ausgelöst, also explodiert nicht wie Unholy um sich herum. Und wir haben dann noch Affliction, sobald wir den Buff haben, genauso wie Sniper, werde ich den dann auch noch erklären. Was die Zunade macht, ist, die macht vergiftete Pfeile auf Ziele, die maximal Hitpoints mit den höchstmöglichen Hitpoints, also mit den höchstmöglichen Lebenspunkten. Und das macht Affliction Damage. Affliction Damage ist ein Dot, der halt periodisch einfach tickt. So, den können wir hier hinten hinstellen. Jetzt haben wir 4 Knights, die schon ordentlich zuhauen werden. Wir haben noch einen. Wir könnten mit dem einen Gold ihn noch aufwerten. Dann macht er auch nochmal mehr Schaden. Und dann geht's los. So, schauen wir mal, ob unsere Bounty Hunter wieder ein bisschen was killen können. Ich glaube, ich muss ihn langsam etwas mehr nach hinten geben, dass er ein paar mehr Kills bekommt. Unser Apophis ist jetzt bei 8 Kills. Der Nachteil bei den Ranges ist, das Teil muss halt erstmal fliegen, dieser Spell, bevor er dann quasi den Kill zugeschrieben bekommt. Aber er hat jetzt 10 Kills bekommen und damit haben wir die Münze erhalten. Ja, jetzt werde ich ihn mal hier oben hinstellen, weil die Mobs ein bisschen später sterben. Okay. Was können wir uns noch so für Buffs holen? Devoted und Sniper können wir uns noch holen. Der ist erstmal nicht schlecht. Der macht auch noch eine Fähigkeit, die seine Angriffs-Auto-Attacks quasi stärkt. Setzen wir ihn hin. Ich würde fast sagen, hier unten. Er macht halt den Devoted Buff. Das heißt, jegliche Angriffe machen einen Brandschaden auf die Ziele, die eben 34 Schaden pro Sekunde draufhauen. Und er hat noch einen Sniper-Buff. Ihr seht, das ist Devoted ist mit unserem Apophis zusammen und der Sniper-Buff ist mit der Zunade zusammen. Da kriegen sie nochmal 20% mehr Angriffsschaden für jedes Kästchen, was zwischen ihnen und den Gegnern liegt. So, wir haben jetzt noch drei Münzen. Wir könnten uns hier noch den Knight holen und den Knight aufwerten und haben jetzt erstmal nichts Sinnvolleres, was wir uns noch nehmen können, aber sowohl der Kane als auch die Ran sind nicht schlecht, was bedeutet, die könnten wir uns dann in der nächsten Runde vielleicht holen. Den hauen wir hier hinten noch mit hin. Der macht mehr Schaden, das heißt, er sollte mehr Ziele treffen. Das gleiche gilt für ihn.
Level. Aber hier der Unholy Buff ist wichtig, der Unholy Buff ist wichtig. Wir haben nur diese beiden, ne? Das heißt, wir machen es mal so. Okay, los geht's. 10 Blobs. So, mal gucken, ob er wieder ein paar Kills holen kann. Derzeit sterben die aber eher an dem Affliction-Schaden. Den hat er sich geholt, den Kill. 16. Er hat sich noch 2 holen können. Der Apophis ist bei 12. Okay. Weil wir ja jetzt in der zweiten Runde von den 5 sind, kriegen wir auch mehr Gold. Ne? 5 Stück plus 1 extra haben wir jetzt bekommen. Das heißt, wir können uns die beiden auf jeden Fall leisten. Und hier könnten wir ihn dann in der nächsten Runde auch aufwerten, das ist gut. Der Kain macht auch mördermäßigen Range-Schaden. Ne? Ihr seht das gesamte Feld quasi. Wäre sogar hier besser geeignet. Und der wirft magische Kugeln, die machen Schaden. Und dann beschwört er von oben so einen Feuerkegel, der nach unten plätschert und auch nochmal richtig viel Schaden raushaut. Sie können wir jetzt eigentlich schon, ne, setzen wir es mal hier hinten hin. So. Und die Ran ist ein aquatisches Monster. Achso, den Kain nochmal zur Beschreibung. Devoted und Mage. Devoted hat man schon mit dem Affli-Buff. Und Mage macht dann einfach mehr AP, also mehr magischen Schaden. Die Ran ist ein Aqua-Monster. Die haben Attack Speed dann. Wenn sie gebufft sind. Und Mystics. Mystics generiert oder verbraucht weniger Mana pro Angriff. Sie hat die Fähigkeit, dass sie Gegner verlangsamt. Hat hier eine Range von 3. Das heißt, wir könnten sie eigentlich hier sinnvoll hinsetzen, dass sie die Gegner hier sinnvoll verlangsamt. Du gehst hier hin, applies den Unholy Buff dann wieder. Hier in der Mitte stehen unsere großen Ranges. Und hier ist unser, hier ist quasi unser Damage-Zentrum. Ja, und die Fähigkeit hier ist, dass er halt die Gegner verlangsamt mit ihrem Wasseratem. Okay. Das wollen wir locken, um den Kain dann aufzuwerten. Gut, weiter geht's. Die grünen Blobs sind jetzt an der Reihe. Ja, ihr seht schon, sie spuckt ihr Wasser. Wie sieht es bei unseren Bounty Huntern aus? 17 Kills. Problem ist, er macht halt immer weniger und weniger Schaden im Vergleich zu dessen, was die Gegner an Lebenspunkte haben. Der Apophis macht aber noch ordentlich Damage. Sind jetzt beide bei 18 Kills, also kurz davor, dass wir mehr Gold bekommen. Die Taverne ist wieder offen. Ich hätte gern noch weitere Bounty Hunter und wir kriegen den Kronos. Der ist gleichzeitig ein Krieger, also sehr gut für unseren Buff geeignet. Der Kronos macht auch nochmal Schaden, abhängig davon, wie viel Leben die Gegner noch haben. Das heißt, er ist eigentlich ganz gut geeignet, um am Ende zu stehen, um die Gegner zu finishen. Die Frage ist, wie viele Gegner werden wohin kommen, aber ich würde fast sagen, wir platzieren ihn hier und können jetzt die ersten Scouts in die Büsche reinsetzen. So, wir haben jetzt schon unsere 6 Knights quasi voll. Das heißt, wir könnten auch anfangen, die Knights dann zu verbessern, beziehungsweise gegen stärkere noch auszutauschen, wenn wir welche bekommen. Ich würde den Kain dann noch aufwerten in der nächsten Runde, aber jetzt den Assassin erstmal noch, dass er noch ein bisschen mehr Damage macht. Und wir könnten uns hier noch den Spartan Lancer holen, weil wir ja von den Scouts noch einen zweiten haben, der mit in die Büsche rein kann und dann kann der Lancer noch hier hin. Wir haben jetzt den Lancer-Buff derzeit und es gibt all unseren Lancern mehr Reichweite. Das heißt, er hat jetzt 3 Reichweite
Er hat jetzt 3 Reichweite und er ebenso. Das bringt halt alles ein bisschen mehr Schaden. Das heißt, er kann eigentlich auch hier unten hin. So, okay. Gut, das ist gelockt. Weiter geht's. Welle 8. Einen wieder eingesperrt. Sehr schön. Er hat seinen 19. Kill jetzt. Der Abwurf ist mittlerweile sein 20. Kriegt er noch einmal einen 20. Kill? Scheint leider derzeit nicht so zu sein. Er steht jetzt noch weit hinten, da kommen die Gegner noch nicht hin. Okay, aber wir haben zumindest ein Gold noch zusätzlich bekommen, haben ja noch keinen 4. Bounty Hunt. Ihn aufwerten bringt wesentlich mehr Schaden mit. So, und jetzt kommen langsam die, die richtig Damage rausdrücken. Der Abradan, auch so einen Range-Monster, nehmen wir erstmal mit und locken, weil die Millennia auch sehr gut ist. Den Abradan. Wo können wir den sinnvoll hingeben? Weil wir haben jetzt nämlich keine freien Plätze mehr für Mobs, die nur außen stehen dürfen. Das heißt, ich würde fast sagen, der hier, ne, Spartan Lancer, den brauchen wir jetzt gar nicht mehr. Der Lancer Buff ist nicht ganz so das Entscheidende. So, ihn auch so mittig wie möglich, dass er die meisten Ziele trifft. Hier wird wieder Unholy applied. Was kann der Abradan? Der macht Portale auf Gegner und schickt die einfach mal ein paar Blöcke zurück. Geht immer nur auf einen Gegner und mit einem Stern sind es 3 Blöcke. Mit mehreren Sternen können es dann bis zu 12 Blöcke werden, also das ist schon ziemlich gut. Die Millennia werden wir uns dann noch holen. Den Keeper könnten wir erstmal aufwerten. Dann kann er wieder hier hin. Macht er ein bisschen mehr Schaden. Was machen wir mit unserem Kronos? Der sollte ja eigentlich auch ein paar Kills irgendwie abfedern. Komm, wir tauschen ihn mal hier aus. Dann kann er vielleicht hier mal einen Kill auf diesen 3 Feldern bekommen. Schauen wir mal. Okay, los geht's. So, er braucht noch einen Kill. Wird er den noch bekommen irgendwie? Ach, da hat er noch gekriegt, das ist gut. Dann müsste er jetzt eigentlich bald eine Münze auf den Kopf kriegen. Bei 20. Puff ist es bei 22. Und ihr seht, so langsam kommen die auch weiter, die Gegner. Wer macht denn hier am meisten Schaden? Kane und Ruined King. Der Kane ist er. Wer ist denn der Ruined King? Der hat am meisten Schaden noch gemacht, weil der jedes Ziel trifft. Na, und durch den Unholy Buff. Okay, die Millennia. Ui. Jetzt wird's natürlich gut mit dem Aufwerten. Erstmal locken. Jetzt müssen wir gucken, was wir hier an Leuten raushauen können. Ich glaube, es ist echt schade, dass der diese 20 Kills, vielleicht werden die doch irgendwie nicht gezählt, ich weiß es nicht genau. Ich würde ihn nochmal behalten, um zu sehen, ob er doch noch ein paar Kills bekommt. Er hat noch keinen Kill erhalten. Die Zunade. Affliction Buff würden wir jetzt bekommen. Ich glaube, wir nehmen die Ran wieder raus, weil wir kriegen eh keine Buffs mehr. Durch sie. So, hier haben wir wieder so ein richtiges Ranged Monster. Das heißt, sie geben wir hier hin und ihn hier hin.
Wir haben jetzt den Affliction Damage, das heißt, unsere Tickrate von den Affliction Debuffs, die wir machen, tickt 25% schneller von den beiden. Und Millennia vergiftet die Gegner, macht prozentualen Hitpoints-Schaden als Magieschaden für jede 5 Sekunden. Das heißt, je mehr Leben die Gegner haben, umso mehr Schaden haut sie raus. Dann nehmen wir den Apophis gleich nochmal und verbessern ihn auf Stufe 2. Und mehr können wir jetzt hier erstmal nicht machen. Okay. Los geht's. Ich glaube, jetzt hat er seinen ersten Kill aufgeholt. Das ist gut. Er hat jetzt 21, 22. Warum hat der Apophis jetzt die Münze bekommen? Na, jetzt haben beide Münzen bekommen. Okay. Wahrscheinlich ist das manchmal ein bisschen zeitversetzt. So, jetzt kommt wieder die Brandwelle von oben, von dem Kain. Sieht alles noch ganz gut aus. Wie viel hat die Millennia jetzt gemacht? Noch nicht so viel Schaden. Der Aubrey hat auch noch nicht so viel gemacht. Wir werten aber beide trotzdem mal auf. So, was haben wir jetzt noch Sinnvolles? Hätten wir noch mal einen Kern. Für später Level 3 vielleicht. Wir könnten jetzt, wir brauchen ja den 6er Buff von den Knights, glaube ich, noch nicht. Wie viel hat denn die Zunade noch an Schaden gemacht? Die haut noch ordentlich Schaden raus. Ich würde sagen, wir nehmen einfach den schwächsten Knight hier raus und hauen noch mal einen Kain noch mit hin. Nur für die Welle. Den behalten wir, um später vielleicht den Buff zu holen oder um ihn zu verkaufen, um noch einen stärkeren Krieger zu nehmen. Okay. So, und hier in den Wellen bin ich auf Albtraum immer gestorben. Weil diese Blobs haben schon wesentlich mehr Leben und laufen dann auch später nochmal um einiges schneller. Dann schon ordentlich Schaden. Okay, das sah noch ganz gut aus. Wir könnten uns wieder einen Bounty Hunter holen. Ist die Frage, ob das jetzt noch Sinn macht. Weil wir brauchen die 6 Krieger, wenn wir das Zusatzteil nehmen wollen. Ich würde das anders machen. Ich hole mir mal einen Spectre. Da haben wir die Demise. Die ist auch nicht schlecht. Mehr Unholy, falls die Gegner sterben, dass sie explodieren. Mehr Affliction wäre wieder, dass die Gegner mehr Schaden nehmen. Das heißt, der Marlix ist nicht schlecht. Jetzt könnten wir die Demise gleich aufwerten. So, die Frage ist, wo wir sie hinhauen. Der Kain, der zweite, hat jetzt noch nicht so viel Damage gemacht, war aber ja auch am Ende gebleibt. Die Demise, die bricht den Gegnern die Beine und verlangsamt sie. Aber immer nur einen Gegner. Ich würde fast sagen, wir hauen jetzt unseren kleinen Bounty Hunter hier raus und setzen die Demise hier rein. Er hat gute Arbeit geleistet, aber viel mehr Bounty Hunter wird es nicht bringen. Der Marlix ist, glaube ich, für den Anfang ziemlich gut, aber mittlerweile, ich weiß da halt nicht so richtig, wo ich ihn hinsetzen sollte. Deswegen nehmen wir ihn auch mal wieder weg. Die Nyx macht Affli Damage über 6 Sekunden.
und ein Blight Unholy und Affliction Buff. Den nehmen wir gerne mit und würden den erstmal auf die Ersatzbank geben. Am besten so. So. Ja, ich glaube, wir nehmen die Nyx sogar hier oben hin. Weil die, je eher sie dran ist, umso besser. Dann können wir sie sogar hier hin tun. Okay. Wir können den Abradon noch aufwerten. Dann schickt er die Leute 6 Blöcke zurück. Das ist gut. Den Rest brauchen wir jetzt erstmal nicht. Okay. Also derzeit nur 4 Knights auf dem Feld. Das macht aber nichts. Man braucht die 6 Knights nur nach der letzten Welle haben. Und dann hat man den Bonus. Los geht's. So, einer ist schon mal weg. Das war der Finisher von Kronos. Das Symbol, wie sie die Beine gebrochen hat, dass sie verlangsamt sind. Einer wurde schon zurückgesendet, das war der hier am Ende. Okay. Ja, jetzt hätte man die Ran aufwerten können. Wir werten unseren Kronos auf. Ja, die Norai, die nützt uns jetzt mit den Buffs erstmal nichts. Hier haben wir nichts zur Verstärkung noch drin. Ah, das gefällt mir nicht. Das sind jetzt genau die wichtigen, die uns das letzte Mal immer gekillt haben. Ich konnte nur den Kronos sinnvoll aufwerten. Ich könnte hier den Odin nochmal mit reinnehmen. Oder Diablo selber. Moment, was hatte der? Odin ist noch Spartan. Haben wir gar nicht. Immortal haben wir auch nicht, aber Diablo hat eine höhere Reichweite. Range 3. Ne, die haben beide die gleiche Reichweite. Cleaves for 8 seconds hit 3 targets per attack. Also er macht einen Spalten und hittet 3 Targets. Während Diablo verbrennt und magischen Schaden macht. Beide geben halt den Devoted Buff, wo wir mehr Affliction Damage pro Sekunde austeilen. Wer ist da jetzt besser? Diablo oder dieser Cleave? 40%. Nee. Diablo ist besser. Wir nehmen Diablo mit rein. Und den Unholy müssen wir drin lassen. Wo sind noch so die schwachen Knights? Okay. Der hat Spectra und Razor. Den könnten wir eigentlich rausnehmen, weil Spectra haben wir erst 3. Und Razor Buff haben wir derzeit eh nicht. Nehmen wir den raus, tun Diablo hier rein. Okay. Dann hoffen wir mal. Das war immer so die erste Welle mit den Lilanen, die uns die ersten Lebenspunkte gekostet hat bei Albtraum. Mal sehen, wie es jetzt so wird auf Hart. So, jetzt kommt diese Wave von hier oben runter, das ist gut. Jetzt auf jeden Ziel auch sein Affliction Damage. Der wurde schön zurückgeportet. Das hat gut funktioniert. Okay. Gut, jetzt können wir den Kane auf Stufe 3 aufwerten. Das ist sehr gut. Normal, wenn ich Bounty Hunter Bild spiele, nehme ich natürlich die Skiller mit rein. Mit verschiedenen Runen macht die richtig viel Schaden, aber jetzt derzeit brauchen wir die nicht. Hier hätten wir noch einen Scout.
plus Lancer. Nehmen wir mal mit. Von unseren Knights haben wir jetzt erstmal genügend auf der Bank stehen. Der Gunner. Der Gunner macht auch sehr viel Schaden. Wenn er richtig positioniert ist. So, der Kane trifft jedes Ziel. Der müsste jetzt unsere primäre Schadensquelle sein. Und jetzt werden wir bei dem Gunner unsere Rune applyen. Und zwar platziere ich... Oh, das jetzt am sinnvollsten. Dich nehmen wir jetzt hier hinten mit hin. Die Tsunade soll ihre vergifteten Pfeile direkt am Anfang draufhauen. Und der Gunner wird hier platziert. So, der Gunner haut, hat einen Flammenwerfer und ihr seht Attack Speed 2. Das heißt, der macht sehr schnell Schaden. Zwar wenig, aber sehr schnell. Macht auch den Affliction Debuff auf die Gegner, sodass sie mehr Damage bekommen, wenn sie pro Autoangriff. Deswegen haut er viel Schaden raus. Und da er eine sehr hohe Angriffsgeschwindigkeit hat, hauen wir ihm jetzt hier für das eine Gold die Slow-Rune drauf. Und damit werden die Gegner um 10% verlangsamt, solange sie sich in seinem Angriffsbereich befinden. Und der erstreckt sich halt bis hier rüber zunächst. Also diese, das sind jetzt 11 Felder. Das wird schon mal helfen und er kann halt richtig viel Schaden rausdrücken mit Level 3. Deswegen die Frostrune auf ihn, die schwirrt jetzt auch um ihn so langsam herum. Mal gucken, wie wir es visuell sehen. So, ersten Scout, er kann hier noch mit rein. Jetzt haben wir auch wieder den Lancer-Buff. Damit werden alle unsere Lancer nochmal in der Reichweite verstärkt. Den heben wir uns mal noch auf. Vielleicht können wir demnächst nochmal gebrauchen. Ich weiß es allerdings nicht genau. Ich denke, wir können so in die nächste Runde gehen. Und dann schauen wir doch mal. Diese lilanen Teile sind halt schon ziemlich schnell. Und ihr seht, sie werden merklich verlangsamt. Auch wenn es erstmal nur 10% sind. Aber man sieht, wie die dann sich so ein bisschen zusammenklumpen hier. Macht jetzt schon ordentlich Schaden. Ein paar Mal werden sie zurückgesendet, jetzt werden sie hier nochmal durch Diablo ordentlich verbrannt. So, der Gunner kann jetzt aber nicht mehr verlangsamen. Jetzt ist die Frage, reicht das? Ja, der wurde nochmal zurückgeportet, das hat gereicht. Okay. Wir müssen uns trotzdem noch weiter verbessern. Die Frage ist, bringt der Gunner hier was? Oder wäre es sinnvoller, ihn vielleicht hier hinzustellen? Und unseren Apovis... dahin. Lenya macht bis da auch noch gut Schaden. Diablo fängt dann hier an. Ich glaube, so macht es noch mehr Sinn im Sinne der Verlangsamung. Diablo auf Stufe 2. Damit macht er jetzt auch nochmal deutlich mehr Damage. Die Luxuria würde ich auch gern nehmen, aber fällt, glaube ich, jetzt nicht mehr ins Raster rein. Dass wir sie uns irgendwie leisten können vom Schaden her. Haben wir keine Plätze mehr, ne? Die Tsunade aufwerten. Macht sie nochmal mehr Damage. Affliction. Sie bringt halt einfach nur den Affliction Buff mit, dass die Dots schneller ticken. Ich denke, das macht trotzdem Sinn. So, aber
Aber viel mehr haben wir jetzt hier erstmal nicht. Okay. Gut, Welle 15. Also ich bin jetzt schon weitergekommen als bei den anderen. Da hat mich Welle 14, glaube ich, immer gekillt. Ihr seht, die sind so weit auseinander, dass der Unholy-Buff nicht mehr richtig rockt, wenn die sterben. Deswegen versuchen mit dem Gunner jetzt hier die Mobs ein bisschen zu verlangsamen, dass die etwas näher zusammenrücken. Derzeit sieht es gut aus. Sie kommen noch nicht über diese Linie hier. Jetzt kommen sie langsam drüber. Jetzt macht auch noch Diablo mit Schaden. Ja, der eine hat noch ziemlich viel Leben. Aber es schaut gut aus. Okay, haben wir geschafft. Hui. Das war jetzt so die kritische Marke, die wir hatten. Jetzt müssen wir uns aber auch Gedanken machen, also den werde ich nicht mehr brauchen. Jetzt müssen wir uns Gedanken machen, wen ersetzen wir, um die restlichen zwei Krieger noch einzubinden ins Feld. Wir könnten ihn noch ersetzen, weil wir beim Unholy höchstwahrscheinlich eh nicht auf 6 Decks gehen. Und dann müssten wir schauen, wen wir noch ersetzen. Vermutlich, die hat auch wieder Unholy. Die Millennia, wie viel hat sie Schaden? Die macht halt sehr guten Damage, ne? Der Aubrey. Wie viel hat denn der Apovis Schaden gemacht? So mittelmäßig, okay. Und wen können wir uns von der Taverne noch holen, ist die Frage. Nochmal den Gunner auf Stufe 2 bekommen. Wir gucken mal, was Unholy so bringt. Ja, bringt nur den kleinen Krieger. Den müssen wir aber auf jeden Fall behalten, deswegen können wir ihn auch aufwerten. Der Zifu ist auch nicht schlecht für Unholy. Diese Tickrate ist, glaube ich, aber trotzdem nochmal besser. Wir nehmen ihn mal noch mit. Hier hätten wir noch einen Krieger, der halt Fähigkeiten hat im Vergleich zu den anderen Kriegern. Das heißt, sie nehmen wir mit. Er ist dann noch Spartan und er hat nur den Immortal Buff. Den brauchen wir dann nicht. Wir setzen die aber jetzt noch nicht rein, weil ich habe, glaube ich, noch keine sinnvollen Verbesserungen. Obwohl, die ist schon mal stärker als selbst diese Lancer. Auch wenn die den Lancer-Buff dann bekommen. Was macht die gleich nochmal? Ah, Magieschaden noch. Okay, setzen wir die mal hier ein. Lancer-Buff ist jetzt nicht so wichtig. Obwohl wir sagen können, wir könnten auch das so setzen. So, er ist noch super. Er bringt nochmal Scout. Er bringt auch einen Slow mit seiner Kugel. Deswegen setzen wir den hier mittig. Und dadurch, dass jetzt 4 Scouts da sind, haben wir mehr Reichweite. Und er bringt auch nochmal den Affliction Debuff. Das heißt, wir könnten zur Not jetzt die Zunade dann rausnehmen, um den letzten Krieger zum Beispiel reinzugeben. Ein Abradon vielleicht auf Stufe 3. Und das war's erstmal. Jetzt haben wir wieder diese Baumstämme, die sich heilen, wenn sie nahe des Todes sind. Mal gucken, wie die jetzt so bespielt werden. Da heilen sie sich hoch, aber den hat unser Kronos gleich mal komplett aus dem Leben geschmissen. Da kennt er gar nichts. So, wieder einer, der sich hochheilt. So, hier ist jetzt eine richtige Verlangsamung noch drin durch den
Subjugator. Der macht durch seinen AOE-Kugel macht er auch ordentlich Damage. Ja, die Baumstämme sind jetzt noch nicht so kritisch gewesen wie die Blobs vorher, aber das ist in den meisten Fällen so, dass die ersten der 5er Waves unkritischer sind. So, ihn könnten wir aufwerten. Hier hätten wir jetzt eine Scout-Statue, die gibt, die greift selber nicht mit an, gibt aber einen in Reichweite mehr Range. Nehmen wir mal mit, weil wir könnten jetzt den Assassin Scout zum Beispiel auch hier reinstellen und die Statue hier rein. Und jetzt kriegt entweder die Zunade oder die Demise eine Reichweite mehr während des Kampfes. Wichtig ist, die hat zwar jetzt ja selber 3 Reichweite mehr, also die würde auch sie zum Beispiel treffen, aber den Buff applied sie immer nur in ihrer Originalreichweite. Das habe ich schon mitbekommen. Ihr könnt dann später hier so eine Rune machen, nennt sich Aura-Magnet. Dann könnt ihr einen der beiden Spieler hier, der beiden Chars, zum Beispiel diese Rune geben und dann wird diese Statue immer dem Champion dann den Buff geben. Derzeit ist es halt random. Okay. So, jetzt wäre eigentlich unsere mächtigste Einheit auch mit auf dem Platz. Das ist der Bahomet, der hier ordentlich Schaden raushaut. Die Frage ist, für wen können wir ihn noch hernehmen? Wir können jetzt die Zunade erstmal auf Rang 3 hochbringen. Dann nehmen wir die hier noch mit rein. Ja, die Nyx bringt uns jetzt nicht mehr so viel. Das heißt, wir könnten sie wieder verkaufen. Affliction Buff ist immer noch bei 4 dadurch, aber Unholy ist gesunken und kaufen uns jetzt aber den Bahomet. Jetzt müssen wir ein bisschen sortieren. Der Bahomet mittig, um so viel Schaden wie möglich rauszuhauen. Die Zunade soll auch viel Schaden jetzt machen. Sie macht viel Schaden. Er haut ordentlich raus. Ja, das Problem ist, dass unser Gunner jetzt die Frostrune hat. Am besten wäre die Frostrune auf dem Bahomet. Aber das macht nichts. Wir setzen den Gunner einfach hier hin. Dann slowt er halt hier die Hälfte noch. Slow mal am besten in der Nähe von Diablo. Und du haust hier unten immer häufig zu, deswegen gehst du dahin. Okay. Die Melania vielleicht noch auf Stufe 3. Den Apovis können wir uns dann noch vormerken. Wir haben viele, die wir dann auf Stufe 3 aufwerten können, weil ihr seht, nicht mehr sehr viele, die auf Stufe 1 nur sind. Okay. Los geht's. Wurde gleich wieder zurückgeportet, aber halt leider nur das eine Feld anstelle von 6 Feldern. Aber das macht ja nichts. Rückport ist Rückport. Und er wird seine Fähigkeit bestimmt nochmal einsetzen. Das Gute ist, die Baumstämme sind ziemlich langsam. Können wir viel Schaden auf die bringen, auch wenn sie sich gegen heilen. Sie sind ja noch, hier ist der erste Slow gewesen vom Subjugator und der Gunner hat noch gar nicht seinen Einsatz finden müssen. Jetzt fängt er langsam mal an, die zu slowen. Am meisten Schaden macht derzeit die Zunade und der Keim, weil sie halt schon Stufe 3 sind. Also das auf Stufe 3 aufwerten ist halt wirklich, bringt sehr sehr viel. Okay, und Gold haben wir auch nochmal bekommen durch unsere Bounty Hunter. Jetzt werden wir uns den Apophis noch vormerken. Hier wäre noch ein Bounty Hunter gewesen, nützt uns aber jetzt nichts mehr. Wir müssen dann den Dings noch für irgendeinen mit reinnehmen.
Ich weiß noch nicht, wen wir da rausnehmen, so richtig. Wahrscheinlich die Demise. Sie hat jetzt noch am wenigsten von den ganzen an Schaden rausgehauen. Aber die bringt uns natürlich auch den Unholy Buff. Naja, mal schauen, wie es am Ende dann sein wird. So, Bahomet Stufe 2. Sehr schön. Viel mehr können wir jetzt erstmal nicht machen. Wir könnten einen Krieger rausnehmen, um einen stärkeren Champion jetzt erstmal noch hinzusetzen. Die Frage ist, wen? Den Apovis noch? Oder nochmal den Abradam, um eine zurückzusenden? Ne, ich würde sagen den Apovis, weil die Baumstämme viel Leben haben. Und der den vielleicht nochmal wegsperren könnte. Ihn setzen wir aber wenn dann hier hin, weil er hier alle Felder abdeckt und der sowieso nur das hier oben. Okay. Nightlancer, Nightlancer. Wo sind unsere ganzen Knights? An den vier Ecken. Alles klar. Gut. Ja, mal gucken, was wir dann am Ende noch ausnehmen werden. Hier war schon mal ein schöner Slow von Supreme Guardwar drin. Das ist super. Die ersten zwei sind schon down. Sie versuchen sich gegen zu heilen, aber in den meisten Fällen sterben sie vorher. Die Tsunade und Arcane machen ordentlich Damage. Der Bahomet kommt jetzt mit seinem Schaden richtig gut um die Ecke. Jetzt fängt der Gunner an, die auch nochmal zu verlangsamen. Diablo feuert ordentlich rein. Hier ist noch einer mit sehr viel Leben. Den sollten sie jetzt mal ordentlich zurechtstutzen. Okay. Im Übrigen gibt es jetzt keine Typenvielfalt. Also weil der Gunner Feuerdamage quasi macht, optisch gesehen, macht er jetzt kein mehr Schaden an den Baumstämmen. Ne? Subjugator Level 2, den aufzuwerten, bringt auch sehr viel, weil der dann ordentlich Damage raushaut. Jetzt haben wir noch einen Bahomet. Also den werden wir definitiv nicht mehr einsetzen. Sie können wir dann noch aufwerten, weil sie werden wir am Ende definitiv zum Einsatz bringen müssen. Und mehr haben wir jetzt nicht. Wir können hier noch die Statue hernehmen. Ah, die Bank ist voll. Dann können wir einen Trick machen. Einen reinsetzen, den kaufen. Den setzen wir ja sowieso irgendwo in den Dschungel rein und dann das Teil wieder hier hin. Die Statue macht um sich herum eine Aura. Und also solche kleinen Orbs. Die sehen ähnlich aus wie diese Frostrunen um den Garner. Und wenn sie die Gegner trifft, dann kriegen die Gegner nochmal Schaden. Dadurch, dass es Scout ist, können wir sie in den Busch stellen. Da hat sie wieder ein bisschen mehr Reichweite. Jetzt ist die Frage, ich glaube, hier macht es mehr Sinn. Der kann seinen Speer werfen. Ah, hier hinten können wir sie nicht hin platzieren. Hier hinten wäre noch möglich. Ja, da kann er hier seinen Speer auf die Reichweite werfen. Die trifft sowieso hier alles. Die Statue bringt halt jetzt dann doch nicht so viel, aber ist ja egal. Ist ein Scout. Okay. 20. Wir haben noch zwei Welten zu bewältigen. Mal gucken, ob wir noch ein paar Sachen zu Level 3 aufwerten können. Wir haben ja noch einiges auf der Bank. Und wir müssen uns dann halt einen Ticken schlechter quasi machen in der letzten Runde. Wenn wir diesen Zusatzkristall haben wollen. So, Mugator macht jetzt auch gut Schaden. Jetzt kommen sie zum Gunner, werden noch mal ein bisschen verlangsamt. Sind es noch drei von den Baumstämmen.
haben wir gut geschafft. Wen wollen wir denn gern noch aufwerten? Welche, die wir schon hier stehen haben. Am besten wäre natürlich der Barometer, deswegen gehen wir mal auf Spectra. Leider falsch bekommen. Okay. Die Millennia können wir auf Stufe 3 aufwerten, das ist gut. Dann könnten wir die Statue noch auf Stufe 2 aufwerten. Wir haben eh kaum mehr Möglichkeiten. Ja, dann macht die noch ein Ticken mehr Damage, fast doppelt so viel. Okay. Wir müssen jetzt die Krieger einsetzen, um mit einem 6er Buff Krieger das Teil zu gewinnen. Das heißt, wir nehmen die Demise raus, würde uns aber den Unholy Buff wegnehmen. Wir müssen zwei Krieger einsetzen. Was nehmen wir denn da alles raus? Achso, wir haben unseren Bahomet Apophis nicht nochmal bekommen. Wir könnten ja nochmal rerollen. Da kommt nur der Kronos nochmal. Okay, nehmen den Apophis erstmal raus und setzen hier einen Knight rein. Und jetzt ist die Frage, welchen Buff können wir entfernen? Hier bei dem Abradon würde kein Buff entfernt werden, wenn wir den ersetzen. Dafür haben wir aber natürlich dann dieses Zurückporten nicht. Aber wir hätten alle Buffs noch. Ansonsten, wenn wir ihn rausnehmen, würde Devoted nach unten gehen. Das ist weniger Affliction Damage. Wer macht hier wie viel Schaden? Der Abradon macht nicht so viel Damage. Ne? Wir riskieren es mal und nehmen ihn quasi raus. Jetzt gehen wir auch mit unserem Gunner wieder hier rüber. Hier hinten ist dann nicht mehr viel Schaden. Ne? Wir müssen alles hier im vorderen Abschnitt quasi bezwingen. Wir rerollen noch einmal, um zu sehen, ob wir nicht doch einen Buff bekommen. Also wenn wir einen Abradon eh verkaufen, hauen wir ihn hier weg und können nochmal rerollen. Wir können den aufwerten auf Stufe 2. Okay. Die Scout-Statue wäre nochmal aufwertbar. Oder sie auf Stufe 3. Dazu müssten wir den Apophis opfern. Dann wird sie Stufe 3. Die haut jetzt auch ordentlich zu. Das heißt, sie geht hier hoch. Beziehungsweise wechseln wir sie mit dem Kronos sogar aus. Kann die hier am Anfang gut Schaden machen. Und die Statue, können wir eh nicht mehr aufwerten. Das heißt, wir nehmen jetzt die Statue Stufe 2 noch. Dann gibt die noch mal eine Reichweite mehr. Ich hoffe nicht dem kleinen Wound King. Im Endeffekt ist es egal, wem sie die Reichweite gibt. Beziehungsweise könnten wir das so machen und so. Dann gibt es auf jeden Fall jemanden Reichweite, der davon profitiert. Entweder sie ziemlich stark oder hier. Also entweder die Millennia kriegt die zwei Reichweite oder die Zunade, dass die ordentlich Damage raushauen. Wo nehmen wir den Ruined King hin? Ich würde fast sagen hier hinten und setzen Diablo direkt hier vorn hin. Der Gunner slowt dann hier. Okay. Wir haben noch zwei Gold, aber ich glaube nicht, dass wir noch was bekommen, ne? Nee. Okay, kein Gold mehr. Das heißt, entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. Schöner Slow vom Subjugator.
jetzt ordentlich Damage. Ah, sie wirbelt sehr schön Schaden. 16.000, das hat ordentlich reingezwiebelt bei den Gegnern. Jetzt kommt nochmal ein ordentlicher Slow. So, das sieht doch gut aus, dass wir das hinbekommen, auch wenn der Schaden hier hinten dann stark abfällt, aber der Rest hat es geschafft. Okay, damit alle drei Ziele erreicht. Map geschafft, ohne Schaden genommen und das Bonusziel. Leider natürlich erstmal nur auf dem harten Schwierigkeitsgrad und nicht direkt auf Albtraum. Aber vielleicht können wir später nochmal zurückkehren und dann die Albtraum-Stages noch durchmachen. Bei meinem ersten Durchspielen von der Kampagne hatte ich es auch so gemacht, dass ich quasi die Bonus-Achievements alle auf Normal gemacht habe. Und dann nochmal alles auf Albtraum, aber ohne Bonus-Achievements. Mal gucken, wie wir es hier in unserer Serie machen werden. Wir haben auf jeden Fall festgestellt, dass die Frostaura sehr gut ist und dass das Rerollen und die Taverne sehr wichtig sind. Ich würde aber, wenn wir hier auf Hart gehen, als erstes doch mal auf die Frostaura gehen. Die weiter verstärken, dass wir hier auf 50% dann kommen. Und dann gehen wir zuerst auf Rerolls und Taverne und machen dann den Rest. Okay, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir die nächsten Ebenen uns vornehmen werden und irgendwann dann wieder zurückkommen, um auch die ersten Stages auf Albtraum zu absolvieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao.